Als nächste Frau Abgeordnete Daniela Holzinger, Vogtenhuber. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte mich der sozialkämpferischen Rede des Kollegen Lorca anschließen. Kurze Reflexion auf Kollegin Berlakovic. Was die Situation betrifft, Aktion 20.000 hin oder her, budgetiert hin oder her, es hat immer geheißen, sie wird evaluiert werden. Und bevor noch nicht die Evaluierung stattgefunden hat, wird sie nun definitiv abgeschafft. Und noch schlimmer, und die ist budgetiert, ist genau der Beschäftigungsbonus. Der Beschäftigungsbonus ist im Budget drinnen gewesen und wird nun einfach gestrichen. Das heißt, Förderungsmaßnahmen für Personen, die über 50 sind, langzeitarbeitssuchend sind, weil sie schwer wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden können, werden nun in keinster Weise mehr gefördert durch Maßnahmen. Ihr Motto ist, der Wirtschaftsaufschwung wird es schon richten. Das sagen Sie, aber stellvertretend für die Betroffenen möchte ich sagen, dass dieser Aufschwung bei den älteren Menschen, dieser Konjunkturaufschwung einfach nicht ankommt, weil ältere langzeitarbeitslose oder arbeitssuchende Menschen sehr schwer wieder einen Job finden am Arbeitsmarkt. Die haben nichts davon, die schauen einfach durch die Finger. Ja, die Menschen, ihre Familien, Schicksale sind ihnen irgendwie egal, so scheint es mir, weil am Ende des Tages muss eine Statistik eine schwarze Null hervorbringen. Das war schon unter Grassers Zeiten so und diese fette Null muss auch in dieser Regierung stehen. Und ihr Handeln hat aber dieses Mal erstmals Konsequenzen, nämlich diese Maßnahmen werden Ihnen angelastet werden. Und dieses partielle Versagen des Arbeitsmarktes bei dieser Berufsgruppe wird jetzt noch befördert durch eigentlich ein Versagen der Sozialpolitik in diesem Bereich. Aber wir können uns das gerne genauer anschauen. Schauen wir auf den Bereich AMS näher hin. Sie streichen die Mittel unter anderem für Integrationsmaßnahmen, etwa für Deutschkurse. In diesem Bereich minus 260 Millionen Euro, mit der Begründung, es würden aktuell weniger Menschen kommen. Ja, aber geschätzte Bundesregierung, liebe ÖVP, liebe FPÖ, Sie haben da was nicht verstanden. Nur weil aktuell weniger Menschen kommen, heißt das nicht, dass die, die bereits da sind oder noch bleiben dürfen, schon Deutsch können oder dementsprechend integriert sind. Hier braucht es Maßnahmen und hier braucht es eine dementsprechende Unterstützung. Was Sie machen, ist, dass Integration zu einem Hürdenlauf wird. Es wird dazu kommen, dass über 3000 Menschen, die im Sozialbereich bei Deutschkursen, Förderungsmaßnahmen tätig sind, ihren Job verlieren werden. Das heißt, das hat auf der einen Seite integrationsschädliche Auswirkungen, auf der anderen Seite ebenfalls negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Ja, und neben all den Punkten gibt es natürlich dann noch die großartige, und das ist diese Verhöhnung schlechthin, die Maßnahmen im Sicherheitsbereich. Sie nämlich gehen her und schlagen vor, zusätzliche 150 Millionen Euro an Steuergeld in den Ausbau der Grenzen zu investieren. Na, wenn Sie auf der anderen Seite sagen, dass momentan eh niemand über diese Grenze will. Also wie passen für Sie diese Maßnahmen zusammen? Dann krönen wir das Gesamte noch mit großzügigen Steuergeschenken für das oberste 1% in Milliardenhöhe durch Senkungen dementsprechender Steuern. Das ist alles zu Recht zu kritisieren, meiner Meinung nach, weil es falsche Maßnahmen sind und natürlich die Politik weiter integrationshemmend ist, die Sie betreiben. Das kann Ihre Wähler befeuern, sie wieder zu wählen, aber es wird zu großen Problemen führen und es wird zu großen Problemen kommen, wenn Sie den Menschen nicht ermöglichen, sich integrieren zu können, Deutsch lernen zu können. Aber alles, was zu Recht zu kritisieren ist, es gibt einen kleinen Lichtblick, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Finanzminister hat gestern in seiner Rede gesagt, was eigentlich seine Aufgabe wäre, und das möchte ich zitieren. Als Finanzminister habe ich die Pflicht, Anreize dafür zu schaffen, dass möglichst alle in der Lage sind, auch bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Und hier möchten wir der Bundesregierung offensichtlich in dieser sehr schweren Aufgabe helfen. Wir laden Sie ein, unterstützen Sie unseren Antrag im dementsprechenden Ausschuss, nämlich ein Staatsziel, soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Das können Sie dann als Schablone nehmen, damit Sie nicht mehr so weit daneben liegen, wie es aktuell der Fall ist in Ihrer Bundespolitik und Budgetpolitik. Danke.